Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mich hat wieder so ein bisschen das Pokémon Go Fieber gepackt. Wir haben ein bisschen mehr Pokémon Go spielen. Genau. Und da heute, wo man gerade von redet, Samstag, der 11. und 12. Das heißt, heute ist der 11. Morgen 12. könnte das Video online kommen vielleicht. Ist nämlich Evoli Community Day, wo für 3 Stunden insgesamt dann Dinges stattfindet. 3 Stunden Evoli verhäuft zu finden ist. Doch das halt deutlich häufiger auf mit einer mit einem Special Move, sagen wir mal. Also Special Attack, den jedes Evoli hat dann die Attacke Zuflucht, die Ladeattacke. Okay, kann man machen. Es gibt die dreifache Menge an Sternstaub. Lockmodule sind für die kompletten 3 Stunden dann aktiv. Kann da schon ein bisschen was rausziehen, vor allem wenn man sämtliche Evoli-Entwicklungen haben möchte. Jetzt gerade, ich weiß nicht. Ja, war klar, man sieht nichts. Ich werde euch gleich sowieso gucken, wie ich das in einer Art Timelapse in Handy-Display mal mit drauf schmeißen. Ich werde dann jetzt das Display einblenden und melde mich dann wieder, wenn was Interessantes passiert. Zwecks vielleicht. Schauen wir mal. Eine Entwicklung haben oder. Einige Evolis fangen heute. Halleluja! Ich blende euch hier irgendwo noch mal kurz einen Screenshot ein. Den ich mal gemacht habe, als ich da am Bahnhof war. Wahnsinn! 10 Pokémon, 10 Evolis gefangen, 10 neue gespawnt. Evolis gefangen, 10 neue gespawnt. Hab die 3 Evoli-Entwicklungen, die mir fehlten, also Aquana, Ziano und Nachtara, alle 3 fertig gekriegt. Werde mir aber nach dem Community Day nochmal neue Evolis fangen müssen. Hoffen, dass sie auch einigermaßen gut sind. Nein, die haben ja alle die Attacke Zuflucht bekommen. Auch wenn du mal jetzt außerhalb dieser 3 Stunden Evoli erwischt, das jetzt mal ausnahmsweise keine Zuflucht standardmäßig dabei hat. Spätestens wenn du es entwickelt, das habe ich extra mal ausprobiert nochmal. Hast du diese fucking Zuflucht als Ladeattacke wieder drin? Und das will ich nicht, wie zum Beispiel gerade bei meinem Aquana oder auch beim Ziana. Was will ich da mit Zuflucht? Wenn ich Hydropumpe und Ziegstrahl oder weiß der Geier, was Ziana da genau alles kriegen kann. Dieses Video nachher noch schneiden, würde mich nur noch mal interessieren, wer denn sonst noch so auf diesen Pokémon Go Hype, kleinen Hype, sagen wir mal so, wieder aufgesprungen ist, sind ja doch ein paar, die dann gerade Wochenende mal losgehen durch die Stadt. Ob ihr wohl noch
Bock auf ein paar andere Videos zu Pokémon Go habt, wenn zum Beispiel andere Events sind oder vielleicht mal ein paar Raid-Pässe sammeln und in einer kleinen Gruppe dann halt ein paar Raids machen, sowas zum Beispiel. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Bis dann und so weiter.